Wenn wir über die Zukunft der Arbeitsgesellschaft reden, dann ist es klar, dass wir auch über den stark wachsenden Arbeitssektor der Pflege reden müssen. Pflege ist nach unserem Verständnis ein wesentlicher Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und deshalb müssen wir die Finanzierung und Gestaltung der Pflege tatsächlich am Gemeinwohl orientieren. Wir wollen, dass Bund, Länder und Gemeinden je ihren Teil der Verantwortung dabei übernehmen. Und es darf keine Gewinnmaximierung auf Kosten einer guten Pflege in unserem Land geben. Dass diese Legislaturperiode im Deutschen Bundestag eine Legislaturperiode der Pflege ist, das hat im Übrigen nicht Jens Spahn zu verantworten, sondern das liegt daran, dass unter der Federführung von Malu Dreyer in diesem Koalitionsvertrag so viel zum Thema Pflege verankert wurde wie in keiner Legislaturperiode vorher. Wir sind die treibende Kraft in der Pflege in Deutschland. Und es ist mir wichtig, dass wir das deutlich machen. Während der Gesundheitsminister auf die Philippinen und nach Mexiko reist, um Pflegekräfte zu gewinnen, hat Franziska Giffey in der konzertierten Aktion Pflege als erste Ergebnisse vorgelegt und dafür gesorgt, dass die Modernisierung der Pflegeberufe gelingt, dass tatsächlich eine Ausbildungsoffensive hier im Land gestartet wird, um endlich mehr junge Menschen für die Pflege zu gewinnen. Und in der gleichen Zeit hat unser Sozialminister Hubertus Heil dafür gesorgt, dass wir tatsächlich ein Pflegelöhneverbesserungsgesetz auf den Weg bringen, nämlich nicht Mindestlöhne, nicht an den Mindeststandards in der Pflegeentlohnung sollen wir uns orientieren, sondern genau da brauchen wir ordentliche Tarifbedingungen. Wir brauchen einen Branchentarif in der Pflege, und dafür steht sozialdemokratische Politik. Aber uns ist klar, und an der Stelle will ich nur noch mal sagen, diesen Branchentarif in der Pflege, den kriegen wir nur mit der Arbeiterwohlfahrt gemeinsam. Es ist der Vorstandsvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt, der dafür kämpft, dass wirklich die Verbände der freien Wohlfahrtspflege und gemeinsam mit den kirchlichen Verbänden an der Stelle an einem Strang ziehen. Und nur damit kann es gelingen, wirklich ordentliche Tarifverträge in der Pflege zu verankern. Diesen Schulterschluss brauchen wir miteinander. Aber uns ist klar, wir wollen mehr als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und deshalb ist das wichtig, was Malu vorhin gesagt hat. Wir brauchen endlich die Pflegebürgerversicherung. Und wir brauchen auch, das ist noch nicht angesprochen worden, auch eine Wohnraumoffensive, die tatsächlich die Herausforderungen der alternden Gesellschaft mit in den Blick nimmt. Denn wir brauchen auch altersgerechten Wohnraum, verbunden mit Service- und Unterstützungsangeboten. Dafür stehen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und deshalb brauchen wir eine solidarische Finanzierung der Pflege und eine würdevolle Pflege können wir sichern, indem wir sie solidarisch miteinander finanzieren. Dafür steht die SPD.